Und herzlich willkommen zu Mittelerde Mord Schatten Part Nummer 44. Wir machen erstmal hier da unten die zerbrochene. Wir haben das schon markiert. Wir machen erstmal dieses Gebiet fertig. Vielleicht klappt das ja besser. Hä? Was war das? Der Waldläufer! Von der Seite! Ein paar zerbrochene Werkzeuge haben die Sklaven zu tagelanger Folter verdammt. Töte die Orks, sie bewachen und rächen die Sklaven. Der Siki. Wo ist jetzt dieser Tagabschaum, hä? Ich dachte, er sei hier. Vielleicht ist er das, vielleicht auch nicht. Na? Da! Menschenabschaum! Schick ihn zu Fall! Es sind noch andere in der Nähe. Hilf ihnen, Waldläufer. Hey, um Gnade. Es gibt keine Tränen für dich. Ich bin schneller als du. Du musst uns retten. Jo, bin dabei. Freiheit! Das war's. Solche Qualen für eine einzige zerbrochene Schaufel. Ja, das geht aber gar nicht, ey. So, namenlose Kreaturen, da ist wieder ich diese... Ich dachte, ich wüsste, was Grausamkeit bedeutet. Doch die Uruks haben mich eines Besseren belehrt. Los, los, los. Immer weiter, 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 weiter. Immer weiter, weiter, weiter. Jetzt gehen wir nochmal in diese komische Ghoul-Höhle. Das war doch die Ghoul-Höhle, meine ich doch. Oder verwechsel ich die gerade? Ja, das war das. Jetzt machen wir mal Leben. Aber es sind auch irgendwie gefühlte 3000 mehr. Hier ist irgendwo ein Schatz drin. Ein Schatz, der meinen Namen trägt. Spitzhacke. Diese Sklaven sind verloren. Nein. Lediglich sterben werden sie. Verloren sind nur wir. Ach, das waren zwei Nester. Ja,
habe ich die denn letztes Mal besiegt? Ich habe ja mit dir noch einen gekämpft. Ach, guck mal, ganz einfach. Versuchen wir nur hier raus. Das ist so verdammte Nullkoppe. Lass mich gehen. Ich will nicht zerfleischt werden. Ah, nein, es ist dunkel. Vielleicht die Orks oder so, mir ist scheißegal, aber nicht mich. Dann gehen wir. Hier haben wir auch noch nichts gemacht. Ich will dahin. Wobei, wir haben ja noch eine Quest hier. Aha. Noch eine andere Quest. Warte! Ich rieche etwas. Ich glaube, wir haben mit den ausgestoßenen Quests bei euch ein bisschen Probleme später. Er verbarg sich unter den Soldaten des dunklen Herrschers, um eine Nacht den anderen lautlos zu töten. Er wurde nicht wohl, bis er die Lage von Panik erfasst. Es gibt keine bessere Art, Dampf abzulassen, als ein paar Bleichhäute mit einem stumpfen Schwert aufzureißen. Du kannst sie aber nicht zu sehr verletzen, sonst sind sie zu nichts mehr zu gebrauchen. Ich bin da hoch. Ein Grauk ist ausgebrochen und nun soll ihn jemand einfangen. Ich mache das nicht. Ich habe Besseres zu tun. Lass ihn laufen. Vielleicht zerstampft er ein paar Ghule. Ihr Bleich heute seid so schwach. Hast du das gehört? Nein, diese Durchmission, ne? Wir verschwenden unsere Zeit. Ich muss das Leuchtfeuer entzünden. Na, mach, was du willst. Was war das für ein Geräusch? Sterben die ganze Zeit. Muss wohl Grog gestohlen haben. Der Grabwandler wurde schon länger nicht gesehen. Moment! Denkt ihr, er ist endlich. Ich rieche gestorben. Etwas. Wo habe ich das gerade nicht gesehen, dass ich hier hochkomme? Ich hoffe, der Mörder ist weg. Hab heute keine Lust auf Ärger. Ich denke, der Narr ist ein... So, noch zwei... Jäger, der seinen Speer wert ist, kann jede Beute in Schach halten. Ihr solltet euch von mir fernhalten. Warum? Was ist mit dir? Er hat nur zu lange nichts getötet, das ist alles. Das geht uns allen so, also beruhig dich und spaß dir für deine Feinde auf. So. Das Gebiet auch fertig. Keiner hat uns gesehen. Dann gehen wir weg hier. Und gehen da oben die richtige Quest machen. Das ist jetzt ein bisschen. Aber ich will da 100% in Let's Play schaffen. Und mal gucken. Eigentlich.
nicht hochjagen. In der Höhle. Von allen Seiten war er von über einem mächtigen Streit mit umringt. Unbeugsam stellte er sich gegen ihn, bis er die Mühle gebrochen hatte. Wäre 40 Uhr, sag ich, du Scheiße. Ja, kommt da rein, kommt da rein. Du kannst uns nicht töten, verdammt. Was? The fuck? Ah, da treffen wir ihn auch noch. Ah, der kommt von allen Seiten. Gut, dann reicht es. Oh ja, die Klinge ist erneuert. Ein Leuchter für die Ungefahren. Du hast die Legende deines Schwerts Urfael zur Hälfte vollendet. Zur Hälfte? Ach, den Bogen hatte ich voll. Urfael wurde vom Geist erneut und geschmiedet und seine Geschichte wurde in die Klinge eingraviert. Alles klar. Gut. Dann mischen wir jetzt erstmal das. Gibt es eigentlich hier neue Hauptmänner? Tatsache, es gibt neue Hauptmänner hier. Der Rock. Und der Koch. Ich glaub's ja nicht. Die haben sich ja gut erholt hier oben. Wo ich weg war. Da war doch ein Gewaltläufer. Eins gegen eins. Die Armee hätte ich gerne auch noch gehabt dazu. Dann hätten wir, glaube ich, dieses, was sie haben, so bam, weg. Komm hier nicht hoch. Warum komme ich hier nicht hoch? Mann, warum komme ich hier nicht hoch? Waldläufer, mach keine Probleme. So, ich hab genug davon. Der Mörder ist doch schon längst über alle Berge. Dum, 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 dum. Nanich hier, Gelaia Mordor. Noch 6 Stück. Unsere letzten Hauptmann waren. So, und dann. Das da. Ganz fix. Das war Schwachsinn, aber ich mag den neuen Anführer. In unserem nächsten Kampf solltest du zusehen und zählen, wie viele Feinde ich niedermetzle. So, was haben wir denn da? Zerfettete Botschaft. Zerfettete. Der Hauptmann hat sich schon eine Weile nicht. Dann machen wir mal hier unten fertig. Erblicken lassen.
Karak Angrim, die Isenmünde, hielten ihre Gefangenen in einem eisernen Griff. Der dunkle Herrscher, ganz gleich in welcher Gestalt, strebt nach Herrschaft. Er lebt bei mir noch. Ich dachte, ich habe den getötet. Oder ist das ein anderer? Wenn wir dem Grabwandler begegnen, dann bleib mir aus dem Weg. Nie im Leben, du Marder. Ich werde derjenige sein, der ihn töten wird. Der dunkle Herrscher ließ ihn in eine Grube werfen und ließ seine Diener auf ihn los, um zu beweisen, dass er nicht unsterblich war. Er tötete jeden einzelnen seiner Gegner, einschließlich derer, die ihn gefasst hatten. Och, ja. Ich hab ihn gesucht! Na, solange es nur normale Urux sind, geht es ja. Wenn er mehr kommt, verschiedene Arten, dann haben wir ein Problem. Schick die neuen, kommt! Da sind zu wenig im Meer! Das dauert jetzt. Das ist nur Töterei. So, wenn zwei angreifen, dann kommt der Geist auch. Das ist geil. Jetzt reicht's mir. Aber mehr als 50 Euro. Bei euch so. Verdammt, der ist eine Lampe. Er hat ihn einfach abgeschlagen. So, jetzt gucken wir mal, was wir verbessern können.
Das will ich nicht von den Socken. So, wann haben wir hier das? Ah, wir machen erst das. Ja, wir machen das noch. Das machen wir noch. Dafür haben wir genug Zeit noch. Irgendetwas an ihm lässt selbst den tapfersten anderen Uhren vor Grauen aus dem Kampf. Ich kann nicht auf die Eier gehen. Nahtstug. Nahtstug. Bald ist es komplett. Kuga hat seltsame Spuren entdeckt. Also hat der Hauptmann unsere Verteidigung verstärkt. Da ist es. Genug gesucht. Der Uruk ist tot. Na und? Brandeisen. Oh yeah. Diese Uruks haben ein verdrehtes Verständnis von Gerechtigkeit. Das ist keine Gerechtigkeit. Das ist das stetige Ausmerzen der Schwachen zugunsten der Starken. Ja. Du solltest Angst haben. Lass mich doch hoch. Der Waldläufer. Seh nix. Verdammt. Sag doch, Alter, dass ich nicht hoch kann. Da oben! Das ist eine Verschwendung meines Talents. Ich habe es satt. Schlag ihn von der Seite! Ach so, da oben, ganz oben. Schweiz. Befreie mich oder töte mich. Mir soll es gleich sein. Danke. Hier rüber. Hilf mir. Was war das? Habt ihr das gehört? Vielen Dank, Waldläufer. Ich weiß, es war dumm, diesen Uruk zu beleidigen, doch ich würde es nochmal tun, nur um dich. Theorisieren, Freund. Dann müssen wir hier oben weitermachen. Da gehen wir gleich hin. Ja, reiß grad nicht mehr wegen Alarm. Ey, das ist doch vorbei. Was war das? Jetzt schnell reisen, danke. Ach ja, dann machen wir das noch hier. Die Gefallenen. Ein gewaltiger Kampf! Was war das noch?
so groß aus. Ich glaube, da hat sich etwas... Was ist denn so? Der Tag! Da unten oder was? Ja, da oben ist was am Schimmern. Irgendwie einfach mal da lang. Hast du Angst, dich weh zu stellen? Enttäuschend! Ich hab dich fast! Ich glaube... das hier und das hier kriegen wir nicht hin, beziehungsweise habe ich keine Lust drauf. Also, sagen wir mal so, ich mache das hier nicht und das hier nicht, dafür das hier und das hier. Das reicht ja dann auch. Ich meine, jage die tödlichen Bestien Mordors, töte 5 Geflüge und Tier. Oder die Sammlerei, da braucht man nicht zu machen. Komm, scheißegal. Toll. Das ist die letzte die Mission, die ich so mache, von denen. Oder vielleicht das könnten wir noch machen. Dieser Waldläufer soll sich nur trauen, auf mich herabzusteigen. Hilf uns, bitte! Was war das für ein Geräusch? Geh doch weg vom Feuer. Greif von hinten an! Du wirst gehorchen! Du Ners! Wichser! Lass uns unsere Schwerter kreuzen! Ich kreuz mit Uros keine Schwerter. Nur mit Frauen. Wobei Frauen, wenn Frauen ein Schwert haben, ist auch nicht gut. Das ist... nein. Habt ihr das gehört? Ich bin direkt... Wir sind frei! Noch ein paar Schritte. Fällt es dir immer noch schwer, auf den Boden zu bleiben, Sklave? Alle gemeinsam! Pass darauf! Oder du bist sein nächster Schild! Wisst ihr was? Nächste Mission kommt die Hauptquest, dann beenden wir das Let's Play. Dann haben wir 45 Parts genau. Wenn es ändert. Dann Bock mehr. Die Nebenzeug ist cool, aber. Ich würde es dann privat dann fertig machen. Und ja. Und wir haben ja viel gesehen jetzt. Und die. Ja. Nein, ich bin sterben. Beziehungsweise das Tor will ich noch fertig machen. Also dieses Zeichen da. Und die ganzen Artefakte will ich noch sammeln. Nee, die ganzen. Nee. Kommen wir mal nächste Mission, nächste mit paar die Hauptmission und dann mal gucken. Ich denke mal, das ist dann Ende. Ich kann meine Füße kaum spüren. Ja, komm. Ist dann Ende. Ich finde schon das die Kraft reicht. Zu viel. Danke, Waldläufer. Ja,
Ich töte gerade noch alle und dann porte ich mich rüber. Und dann. Dann geht das schon der letzte Battle los. Gut. Ich will mal sagen, das war Part Nummer 44 von Mittelerde Morderschatten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir hören nochmal kurz, was sie reden. Und das war's.